Guten Morgen. Guten Morgen an die aufgehende Sonne. Guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Ring der Kraft. Ich bin hier am sogenannten Ahnenplatz von Tamera, umgeben von einer mächtigen Stille, von dem ersten Morgenlicht. Ich sitze schon eine Stunde hier. Die Sonne wird in den nächsten Minuten aufgehen hier. Und gestern Abend habe ich die Karte gezogen, Friede. Was für eine Macht. Wir haben im Steinkreis diesen Stein, den wir der Friede nennen. Manche nennen ihn auch den Christusstein, andere nennen ihn den Buddha-Stein. Er repräsentiert diese Vollmacht, die aus der Macht des Friedens kommt. Und hier im Moment kann ich sagen, ich fühle mich umgeben von einem mächtigen Frieden. Und in der Meditation kann ich sofort beobachten, wie immer, wenn ich auf die Weltsituation schaue, auf die vielen Informationen, die wir gerade hören, dann bin ich nicht in Frieden. Dann kommen diese ganzen Gedanken, dieses ganze Nicht-Einverstanden-Sein mit dieser grausamen Situation, die im Moment in der Ukraine, in Middle East und überall zunimmt. Und mein Geist kann es nicht fassen, ist in Aufruhr. Und dann kommt wieder diese Friedensmacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an eine Zeit in eurer Kindheit, wo man sich so absolut geborgen gefühlt hat, im absoluten Vertrauen an das Leben, sich hingegeben hat an die Friedensmacht. Und dann ist man vielleicht mal hingefallen, hat sich verletzt, war kurz empört, aber es war alles eingebettet in ein absolutes Urvertrauen. Und dann plötzlich erwacht man und spürt, es ist Krieg in der Welt. Und diese Situation, da haben wir alle einen Punkt, wo man dieses Kernvertrauen in das Leben, in die Liebe eigentlich verloren hat und wo dann der Geist intellektuell versucht, sich zurechtzufinden, wo man das Trauma erkennt, wo man Traumaarbeit macht. Und was ist wirklich diese Macht, die höher ist als alle Gewalt? Wie können wir diese Friedensmacht aktivieren? Ich fühle einen wirklich radikalen Systemwechsel, der auf uns menschheitlich wartet. Es ist so offensichtlich, dass wir in den Systemen, die in den Großimperien der patriarchalen Kultur nicht überleben werden. Und der Einbruch der Systeme ist mächtig und der spiegelt sich natürlich auch in unserem eigenen Innern wieder. Und die Frage, was ist wirklich Friede, was ist systemischer Friede, wird immer dringender, immer fordernder. Und es beginnt natürlich im eigenen Innern. Und ich kann es an mir täglich beobachten. Ich bin ständig einerseits in diesem Glück, ich befinde mich im Abenteuer des Friedens. Und dann kommt sehr, sehr schnell, kommen irgendwelche Kleinigkeiten aus dem Hintergrund, die einem aus diesem Frieden herausreißen. Und allein Zeuge zu bleiben, allein in der Zeugenschaft zu bleiben, was ist es, was mich aus dieser Friedensmacht herausbewegt, findet wahrscheinlich dann auch den Weg, um die wirkliche Quelle des Friedens dauerhaft zu aktivieren. Wir sind gerufen, einen Systemwechsel zu vollziehen, im eigenen Innern und in unserer Umwelt. Und persönlich sehe ich nach wie vor die große Herausforderung. Können wir Menschen es lernen, in Diversität und trotzdem Einheit, im Geist einer Einheit zu handeln, zu denken und zu lieben? Erkennen wir die wirkliche Matrix einer Friedensmacht? So lade ich uns ein, diese Woche wirklich mal radikal jeden Tag diese Frage mit uns zu nehmen. Was heißt hier Friede? Wie kann ich in diesem Moment aus einer Friedensmacht heraus denken, handeln und agieren? Ja, in Anteilnahme an dem Schicksal dieser Erde, in Anteilnahme
an dem, was im Moment in Gaza passiert, was einen fassungslos macht. Lasst uns in so eine stille Macht kommen, wo die Antworten zu uns vordringen können, die jetzt gebraucht werden. Angst führt uns in eine falsche Art von Anpassung. Angst führt uns zu einer Art Besetztheit im Denken. Und wir brauchen jetzt einen klaren Geist, einen liebenden Geist, einen anteilnehmenden Geist, der es möglich macht, nicht zu schweigen und auch nicht in diese Art von Kontra und Gegnerschaft zu gehen, sondern in eine wirkliche Friedensmacht, die nicht bereit ist, sich vom Hass auffressen zu lassen. Ja, in diesem Sinne, wir gehen Weihnachten entgegen. Ich würde auch sagen, wir gehen der Sonnenwende entgegen. Welches Licht möchte da jetzt geboren werden? In uns, menschheitlich. Was ist das für eine Geburt, die jetzt wirklich aus der Macht heraus Frieden verbreitet, Frieden denkt und Frieden ist? Ich wünsche uns allen eine gesegnete Woche, Yasin.